Wo sind wir hier? Kann man nicht wissen. Also wirklich, wenn man so sieht, das am Anfang da, die zeigen die, deren Ausweis. Man würde denken, man ist an der Eintritt von einer Diskothek. Nee, ist man nicht. Muss man hier allerdings 16 sein, um reinzukommen, was total verrückt ist. Aber das ist, weil es hier die Intel Gaming Hall, eine ganze Halle für Gaming. Und ja, hier gibt es richtige Gaming, also nicht Electronic Gaming. Die spielen Basketball. Ist schon ein bisschen verrückt, dass man 16 sein muss, aber ich finde es okay. Als Papa finde ich das eigentlich eine gute Sache. Komm einfach mit mir. Wir gucken ein bisschen, was hier los ist. Ist eigentlich ganz lustig. Gibt es jede Menge Sachen hier zu sehen. Und vor allem, diese ganze Halle ist natürlich von Intel und Asus gesponsert. Intel für die Prozessor, Asus für die Rechner. Und die Electronic Sports League. Und das ist eine ganze Halle. Und da links kann man sehen, dieses Extreme Performance Lab, wo die übertackern, also overclocken, deren Rechner und erreichen komische Geschwindigkeit wie 7 GHz oder sowas zum Beispiel. Da in der Mitte gibt es sowas wie ein Konzert, Podium, und da spielen die halt mit diese ganze verrückte Dell-Rechner, die naja, sehr komisch aussehen, aber auf jeden Fall sehr schnell für die Gamers sind. Am verrücktesten ist es, dass in der Mitte da gibt es manchmal Interviews, die geführt sind von der ESL. Es gibt zwei Moderatoren da, zwei Kommentatoren oder wie auch immer, die genau wie ein normales Spiel, also genau wie Fußball oder genau wie Hockey, sagen, ja, und jetzt die spielen und jetzt die Koreaner sind besser als die Europäer und lalala. Und die zwei hier, die links sind, rechts sind da, die wurden gerade interviewt und spielen jetzt. Schon verrückt, also ist überhaupt nicht mein Welt, also überhaupt nicht unsere Welt, also die meisten, die Podcast folgen. Und ist schon ein bisschen verrückt, so wie man da sehen kann. Ich habe keine Ahnung davon, aber das Ganze ist anscheinend ein richtiger Tournament mit Global Challenge und dann Continental Finals Asia und Europe. Und die Finals sind hier bei der CeBIT, was ich natürlich davon keine Ahnung hatte, weil es nicht meine Welt ist. Aber es ist schon ganz interessant, ganz schon erstaunlich. Wir gucken uns noch ein bisschen da, wir gehen bei der Intel Booth. Folg mir einfach. Auf jeden Fall eine Bemerkung so generell, das ist glaube ich der Halle, wo es am meisten Leute gibt hier. Kein Kiddies natürlich, weil die nicht dürfen, aber jede Menge Tüterkinder, wie dort die gestern sagten, die alles sammeln wollen. Wir schauen uns ein bisschen hier. Introducing the new Intel Core i7 Processor Extreme Edition. Ja, diese ganzen Prozessoren natürlich als Mac-Fan, die interessieren uns auch, weil die irgendwann in unsere Rechner von Apple enden, möglicherweise. Und es ist schon ganz erstaunlich hier. Hier gibt es etwas nochmal von Intel veranstaltet mit zwei Formula 1. Ist auf jeden Fall sehr interessant hier. Von Dell diese komische Gaming-Laptops, die allerdings richtige Power haben, aber naja, Windows drauf haben, leider. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen alles hier eingeschaut bei dieser Gaming-Halle, wo ich mich total außerirdisch fühle. Es ist wirklich ein sehr komisches Gefühl. Ja, so ein richtiger Kulturschock für mich gewesen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass es sowas gibt. Jetzt gehen wir aber in eine andere Halle, wo es Non-Gamers gibt.